Hier dürfen nur Männer ran. Bei der Teppichreinigung. Hier wird gekürzt, ausgebessert und gewaschen. Selbst der Chef packt mit an. Ich verkaufe Sauberkeit. Also muss ich selber ja auch sauber sein. So einen Mann hätten ja wahrscheinlich viele Frauen gern, der so gründlich und penibel die Möbel sauber macht. Ja, bestimmt. Aber leider bin ich schon vergeben. Weiß Ihre Frau das denn zu schätzen? Die hat mich noch nie so in Action gesehen. Aber man darf ja zu Hause nicht zu viel verraten. Und man kann ja den ganzen Hausputz nachher noch machen. Armin Brück ist Geschäftsführer des Orient Teppichzentrums in Essen. Die gründliche Polsterreinigung ist das neueste Angebot und damit Chefsache. Erst tüftelt er den perfekten Couchwaschgang aus. Wenn es funktioniert, will er die Arbeit später einem Angestellten überlassen. Schließlich hat der Betriebswirt in seiner Reinigung noch andere Aufgaben. Armin Brück packt überall mit an. Sein Vater ist im Ruhestand. Aber Kurt Brück ist immer noch gern im Haus. Ende der 70er Jahre hat er die ersten Teppiche aus dem Orient importiert. Die mussten hier noch gewaschen und veredelt werden. Also hat er die Teppichreinigung aufgebaut. Kennt Ihr Sohn sich denn mittlerweile genauso gut mit Teppichen aus wie Sie? Na ja, nicht so, nicht genauso. Aber es ist schon für den Betrieb hier schon in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn Sie 40 Jahre Einkauf gemacht haben, dann haben Sie doch mehr Fachwissen und viel Erfahrung. Ne? Schätze aus allen Ländern des Orients. Aufgehängt zum Trocknen. Einweichen, imprägnieren, vorspülen. Die Waschküche ist fest in persischer Männerhand. Und Hassan Mardi knüpft, was sein Chef ihm auf den Tisch legt. Also hier ist an dem Teppich, wollte der Kunde gekürzt haben. Der hat uns vorgegeben, er möchte halt, weiß ich nicht, 25 cm kürzer haben. Und das hat der Herr Mardi jetzt gemacht. Schon geschnitten. Jetzt muss ich ein bisschen Fransen rausholen. Dann einmal spezielle persische Doppelknoten machen wir doch. Aber ist das nicht schade, wenn dann hier die Bordüre weg ist? Der Kunde wollte so haben. Und da denken Sie dann auch nicht weiter drüber nach? Dann nein, das gibt das andere Weg. Ich kann das hier schneiden, wieder zusammennähen. 25 cm rausholen, wieder zusammennähen. Weg keine. Können Sie auch nicht merken. Aber Kunde wollte nicht bezahlen. Würden Sie das bei einem eigenen Teppich so kürzen? Ich bin Künstler. Ich kann nicht. Wenn ich das sowas mache, mein Herz geht kaputt. Ich muss Teppiche in Ordnung bringen, nicht kaputt machen. Aber manchmal die Kunden haben keine Ahnung, was Teppich ist. Hussein Mardi geht seinem Vater zur Hand. Bis er nach seinem Informatikstudium eine Stelle gefunden hat, stopft, knüpft und näht auch er. Gehen Deutsche eigentlich weniger pfleglich mit den Teppichen um als Perser? Der große Unterschied ist, dass wir halt ohne Schuhe zu Hause auf die Teppiche gehen. Und das macht dann auch mit der Pflege Unterschied. Wenn man mit Schuhen auf den Teppich geht, nimmt man alles mit rein, was man zu Hause mitnimmt oder von draußen. Die Fransen gehen natürlich kaputt, wenn man mit Schuhen drauf nimmt, weil die Steine sind, weil es nicht mehr Abrieb da ist. Zum Beispiel hier ist eine Franse kaputt. So sieht das aus, wenn es kaputt ist. Es kommt langsam, der Schuss kommt raus, die Wolle kommt raus und der Mensch repariert. Haben Sie denn angefangen, Teppiche auch zu reparieren? Auch schon als Kind dann irgendwann? Ja, mein Vater hat immer repariert zu Hause, wo ich auch klein war und dann immer wieder geholfen, so als Spaß, als Spiel. Und dann irgendwann hat man das noch langsam in der Hand gehabt und irgendwann hat er gesagt, Taschengeld gibt's nicht, Arbeiter gibt's Taschengeld. Die Arbeit mit den Teppichen, mehr als ein Geschäft. Sie ist eine Familienangelegenheit zwischen Vätern und Söhnen und Männern, die bei der Arbeit zusammengewachsen sind. Die Reparaturen schon komplett durch, oder? Noch nicht. Noch zwei, drei Stück.
Wer hat denn eigentlich von wem mehr gelernt? Sie von ihm? Ich habe von ihm gelernt. Der ist doch unser Opa langsam, sag ich mal. Und Sie beide geben das dann Ihren Söhnen weiter? Ja, also wenn schon mal ganz kritische Dinge auftauchen, dann schließen wir uns kurz und geben unsere jeweiligen Meinungen kund und finden dann meist auch den richtigen Schluss. Ja. Müssen die Söhne dann darauf auch noch hören? Ja. Sicherlich sind die auch interessiert, Erfahrungen nach wie vor zu übernehmen. Ja? Auch der Nachwuchs arbeitet Hand in Hand. Armin Brück und Hussein Mardi sind für den Außendienst zuständig. Die Ware abholen und zurückbringen. Was sie bei den Kunden erwartet, wissen sie vorher nie. Armin Brück erzählt, dass er nur sehr selten in Wohnungen kommt, die er am liebsten gleich rückwärts wieder verlassen würde. Aufgeräumte Haushalte sind eher an der Tagesordnung. Die drei. Die drei? Dreimal Maschinenteppich? Wunderbar. Auch eingerollt erkennt Armin Brück, die Teppiche sind nicht handgeknüpft und schon älter. Weil die Teppiche stinken. Die wurden viel verkauft, auch gerade so in den 60er, 70er Jahren. Ganz typisch. Aber auch sehr robuste Teppiche, die auch eine sehr lange Lebensdauer haben. Die habe ich geerbt und die haben, weiß Gott, wie lange gelegen. Die müssen sauber gemacht werden. Von wem haben Sie die geerbt? Von einer Nachbarin. Die Dame, die ist 100 Jahre alt geworden. Ja, ich sag mal, dann passt das ja gut, ne? Mit dem Anschaffungsalter der Teppiche. So, dann sage ich tschüss. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Der nächste Kunde, Ursachenforschung. Was uns sehr große Schwierigkeiten bereitet, sind eigentlich diese gelben Flecken. Weil das ist oftmals schwarzer Tee oder Kaffee vielleicht. Und Kaffee ist ein Naturfärbemittel und das kriegen wir also meistens nicht ganz raus. Es kann sein, dass es rausgeht, aber ich muss dir einfach darauf hinweisen. Aber zumindest sollte man mal probieren, sonst kann man den Teppich ja ganz weg. Ja, ja, sicher. Wissen Sie denn, was das für Flecken sind? Wer kleckert denn bei Ihnen? Sind Sie das? Meine Frau sagt immer, das wären Rotweinflecke, aber ich glaube, dann sind ja dann rot aus. Ne? Ja, ja, klar. Das heißt aber, Sie kleckern hier oder ist es Ihre? Ja, das sagt meine Frau. Das steht noch nicht fest. Die günstigste Teppichwäsche für 15 Euro pro Quadratmeter. Wer tatsächlich kleckert, will seine Frau lieber nicht vor der Kamera diskutieren. Da ist sie eigen. Ist Ihre Frau denn immer so streng mit Ihnen? Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin da sehr zufrieden mit. Sie sind auch wahrscheinlich schon sehr lange verheiratet, oder? Sehr lange, jawohl. So machst du ja, bald 50 Jahre. Ja. Auch wenn alle Frauen so nett wären, dann wäre das schon ganz schön. Wieder zurück in der Teppichreinigung. Jedes Stück wird penibel vermessen, denn bezahlt wird nach Quadratmetern. Angeblich ist hier noch kein einziger Teppich verschwunden. Verstehen Sie beide eigentlich sich genauso gut, wie Ihre Väter sich verstehen? Wir beide? Wir sind eine Seele. Ja. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nein, irgendwo ist es ja immer noch mein Vorgesetzter. Ne? Ja, mein Chef. Aber ist ein guter Chef. Ist ein einem gleichen Alter ungefähr. Ein 36. Fühlen Sie sich denn als Chef? Ich meine, Sie beide sind ja mehr oder weniger zusammen aufgewachsen, oder? Ja, das stimmt schon. Natürlich fühle ich mich als Chef, weil wenn es um wichtige Dinge geht, kommt ja jeder zu mir und fragt mich nach meinem Rat und ich muss die Entscheidung dann doch treffen und auch letztendlich verantworten. Die Rollen in der Männerwirtschaft sind klar verteilt. Doch mit abgeschlossenem Informatikstudium kann Hussein Mardi auch noch Chef werden. Woanders eben. Sind Teppiche Ihnen auch wichtig? Bedeutet Ihnen das was? Ja, ich sag mal, genauso wie für alle Menschen Möbelstücke wichtig sind, sind für uns Perser ist so ein Identifikationsstück für uns. Wir identifizieren uns mit Teppich in erster Linie. Wenn man fragt, wo kommen Sie, sage ich, mit Perserteppich. Weil damit identifizieren wir uns auch. 36 Grad Raumtemperatur, sanfte Brise aus dem Lufttrockner. In der Waschküche riecht es nach Seifenpulver und Sauberkeit. Eine riesige Maschine drückt das Wasser aus den Teppichen. Anschließend kommen sie noch in die Schleuder, ein Kraftakt. Jeder Teppich hat nicht nur seine ganz eigene Geschichte,
Armin Brück kennt auch seinen Wert. Das ist ein mittelmäßiger Teppich von der Preisklasse her, aber was hier hinterhängt, dieser riesige Nein, schätze den mal auf 3 mal 4 Meter. Also der lag in der Anschaffung sicherlich jenseits der 10.000 Euro. Der ist auf Seidenkette geknüpft. Das sieht man hier, dass man Seidenfransen hat. Hat sehr viel Seidenanteil auch. Jetzt wieder sehr schön nach der Wäsche glänzt. Der geerbte Maschinenteppich ist mittlerweile gewaschen und stinkt nicht mehr. Die Farben leuchten. Nach Jahrzehnten bei seiner alten Besitzerin wird er bald in einem neuen Zuhause liegen. So, wenn wir mal verpackt. Der Geruch ist raus. Ja, die geht ja nur darum. Um den Geruch. Ja. Nee, der ist schön raus, sauber und der Geruch ist raus. Achso, aber reingucken tun sie jetzt nicht. Vertrauen. Müsst ihr doch so abholen. Die haben den da auch gewaschen und der ist in Ordnung. Gut. Und dann erhalten sie von uns noch die Treubonuskarte. Das heißt, wenn sie innerhalb eines Jahres noch mal wieder was haben, gibt es bei uns Rabatt. Da hatte ich doch schon eine, ne? Ja, kriegen sie jetzt wieder eine. Können sie auch gerne weiterreichen. Die haben sie da abgezogen, ne? Die ja, 10%. Haben wir. Auch aus diesem Teppich sind die Flecken verschwunden, oder? Sind sie zufrieden? Ja, was ist da? Okay. Der Fleck da, aber... Nee, das ist eine Art Ablaufstelle. Das ist eine abgelaufene Stelle. Ach so. Man könnte ihn auch umdrehen, wenn Sie möchten. Ach so, ja, machen Sie doch. Ja. Abholen, ausliefern, umräumen, alles inklusive. So. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, so. Haben Sie das Gefühl, der ist ein bisschen länger als vorher? Ja, warte da hin. Ich direkt ihn fast. Die Tür auf hier, jetzt müssen wir ja noch ein bisschen schieben. Probieren Sie mal. Jetzt, wo Sie gerade da sind, also Sie? Ich kann noch weiter. Ich kann noch weiter hochziehen, wenn Sie möchten. Ja, oder machen Sie doch hinten diese Pinsel, dass sie vielleicht senkrecht stehen. Ja. Die Matte kann er gar nicht stehen. Passt. Ja. Was lange währt, wird endlich gut. In der Wäscherei warten die nächsten Teppiche. Robuste Berber, feinste Wolle oder farbenprächtige Seide. Auch Händler aus ganz Deutschland schicken ihre Ware. Mit der gründlichen Teppichwäsche, nach alter persischer Tradition, hat sich die Reinigung einen Namen gemacht. Wenn Ihr Sohn beruflich nichts mit Teppichen macht, finden Sie das schade? Wenn morgen wieder auch irgendwo anders arbeiten und besser verdienen, kann er gehen. Hängen Sie nicht an Teppichen? Ich liebe Teppiche, weil ich repariere. Sie auch, wenn Sie irgendwas mit Händen auch bauen, dann haben Sie auch ein bisschen Freude oder was? Bei mir auch ist es so. Wenn ich dann einen Teppich repariere, dann gucke ich mal, wie schön geworden. Armin Brück liebt seine neue Polsterwäsche. Spezielle Geräte für die porentiefe Reinigung hat er extra nach seinen Vorstellungen bauen lassen. Das Wichtigste sei, dass alles Wasser wieder rauskommt. Wenn man das so sieht, dann sollte man ja zu Hause vielleicht gar nicht probieren, Rotweinflecken selber zu entfernen. Oder gibt es dafür einen Geheimtipp? Nein. Da gibt es keinen Geheimtipp für. Aus so einem hellen Couch würden Sie einen Rotweinfleck selber zu Hause nicht rauskriegen. Da hilft auch kein Salz, da hilft kein Mineralwasser oder Weißwein oder welche Hausmittel dann einmal da verwendet werden. Das funktioniert nicht. Das muss schon zu einem Fachbetrieb. Aber die sieht ja jetzt auch wieder aus wie neu, ne? Danke, endlich. Dann sind Sie aber auch ein bisschen stolz, ne? Ja. Nur die Couch, die strahlt ihm noch nicht genug.